leichter und 100% kontrolliert finanziell frei werden, indem du zum Beispiel, weil die Manipulation so krass im Gehirn ist, dass wir einfach nicht mehr anfangen. Nee, das kann ich nicht. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Kannst du mit Kryptowährung finanziell frei werden? Was heißt das überhaupt? Wie gut ist die Chance, dass du das schaffst? Das alles besprechen wir nach dem Intro. Dann starten wir. Keine Beratung hier, finanzielle Beratung. Es ist nur Entertainment und nur das, was ich mache und wie ich das sehe. Und starten wir mal. Warum sind 90% der Lottogewinner nach 10 Jahren wieder pleite? Warum sind 90% der Fußballprofis nach 10 Jahren wieder pleite? Warum? Weil ich sage es ja in jedem Video, es wird euch nicht eine Sache rausholen, sondern es ist immer die finanzielle Intelligenz, die davor steht, damit man als Symptom entweder einen tollen Körper hat, Gesundheit, finanzielle Freiheit und so weiter und so fort. Und deswegen besprechen wir heute, ob du finanziell frei werden kannst mit einer Kryptowährung und was überhaupt dahinter steckt und was der Hauptpunkt ist, warum ich das kritisch sehe. Obwohl da manche Leute investieren, und ich habe das auch schon öfter genannt, 1000 Euro und kriegen 1 Million. Okay, aber wir besprechen heute, wie hoch ist die Chance und was ist eine viel bessere Chance, wie man vielleicht finanziell frei werden kann. Dazu müssen wir erstmal besprechen, was überhaupt finanzielle Freiheit ist. Aber bevor wir das machen, erstmal den Like-Button drücken, Kanal abonnieren, Glocke drücken, damit du immer informiert bist. Und dann, was ist finanzielle Freiheit? Finanzielle Freiheit ist, dass du durch passives Einkommen, zum Beispiel durch Zinsen, Mieteinnahmen oder was auch immer, so viel Geld hast, dass du jeden Monat ohne Probleme leben kannst, deine Miete bezahlen kannst, Auto bezahlen kannst. So, da musst du mal selber gucken, was brauchst du im Monat. Schreib mal unten in die Kommentare, bei welchem Betrag wärst du finanziell frei. Also wenn du vielleicht 2000 Euro im Monat hättest, 3000, schreib einfach mal unten rein. Noch ein Disclaimer. Ich spreche jetzt hier nicht über Steuern. Es ist so krass mit diesem Steuerthema. Deutschland ist ein Steuerweltmeister. Wir bezahlen, wenn man die ganzen Steuern zusammenzählt, fast 80%. Also jetzt neben Einkommensteuer, diese ganze Liste. Okay, noch wenn du ablebst, dann müssen deine Erben noch 17% oder 14% Steuern zahlen. Steuern auf Benzin, auf alles. Das heißt, wir gehen 8 bis 9 Monate im Jahr umsonst arbeiten für den Staat, damit der Staat irgendwas kauft. Okay, und jetzt auf einmal, wenn es um Kryptowährung geht und wir 3.000, 4.000% Gewinn haben in einem Jahr, dann kriege ich, ich habe noch nie vorher in 5 Jahren eine Frage zu Steuern bekommen. Aber wenn man sagt, Gewinn, dann auf einmal fragen alle, jede fünfte Frage geht um Steuern. Das heißt, wenn du keine Steuern zahlen willst, dann wander aus. Es gibt sehr viele tolle Länder, da zahlst du überhaupt keine Steuern. Deswegen, es geht hier nicht um Steuern. Es geht um die Frage, kann ich mit Kryptowährung finanziell frei werden? Was brauche ich, um finanziell frei zu werden? Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich, sagen wir mal, 2000 Euro brauche, um finanziell frei zu sein, dann bräuchte ich ungefähr ein Volumen von 250.000 Euro als Beispiel. Wenn ich 10% kriege, habe ich in den anderen Videos gemacht, habe ich ungefähr 2000 Euro im Monat, also 250.000 Euro brauche ich. Schaffe ich das mit Kryptowährung? Ja, wenn du zum Beispiel in irgendeinen krassen Coin investiert hast, aus 1000 Euro kriegst du 1 Million, dann hättest du es geschafft. Genau, da musst du es richtig anlegen, nicht auf den Kopf hauen, und dann hättest du das. Aber wie hoch ist die Chance? Es gibt über 8000 Coins da draußen. Das heißt, es ist schon mal eine Chance von 1 zu 8000, dass du diesen einen findest. Also es ist nicht so krass. Wenn du einen Coin findest, der extrem durch die Decke geht, wie zum Beispiel Polygon gerade, also Matic, habe ich auch in meinen Top 3 Coins für den Mai gesagt. Seitdem ich das vor 8 Tagen gesagt habe, hat der sich verdoppelt. Also das ist ein Coin, hättest du Anfang des Jahres da rein investiert, hättest du 100x, also aus 1000 Euro hättest du jetzt 100.000. Dann wärst du noch nicht mal bei der Hälfte, aber wärst schon auf einem guten Weg. Ich habe ein ganz, ganz großes Problem mit dieser These. Und die spiegelt sich wieder mit Fußballspielern, mit Profisportlern, auch Basketballern, egal welche Profisportler, Lottogewinnern und so fort. Das Problem ist, dass wenn man denkt, ach, ich investiere jetzt in einen Coin, der macht mich reich und dann ist mein Leben, dann, das passiert fast nie. Und ich habe ein ganz großes Problem damit. Und zwar möchte ich immer über alles das, was in meinem Leben passiert, eine Kontrolle haben. Du hast 0,0 Kontrolle, wenn du in irgendeinen Coin investierst, egal, auch wenn du, sagen wir mal, du nimmst 40, es sind trotzdem noch 8000 insgesamt. Wer sagt dir, dass von den 40 überhaupt einer durch die Decke geht? Keiner. Du hast keine Kontrolle darüber. Sagen wir, du investierst in das geilste Projekt und dann kommt irgendein Hundecoin um die Ecke, wird von einer Person gepusht und das macht 100x und du. Das heißt,
Du kannst zwar Wissen dir ohne Ende ansammeln, aber du hast keine Kontrolle, ob du damit reich wirst. Und genau das ist das Problem. Und deswegen sehe ich was anderes als sehr viel langfristiger und besser, um reich zu werden. Dann kann man ja trotzdem noch in Kryptowährungen oder in andere Investments investieren. Aber um finanziell frei zu werden, ist was anderes sehr viel sinnvoller. Und zwar das Leben in die eigenen Hände zu nehmen und sich ein Business aufzubauen. Und es geht um den Verkauf von egal was. Egal ob, wie ich, ein Infoprodukt, Nahrungsergänzung, Kunden von mir haben Bananen verkauft, Hörspielkassetten, 1000 Hörspielkassetten am Tag, Kabel, Feuerzeuge, Stifte, Kugelschreiber, alles. Man kann alles verkaufen. Und jetzt in diesem Moment, wenn du denkst, ja, Cecil, aber das kann ich nicht, dann bist genau du, genau manipuliert von dem System von oben, die uns beibringen, dass du nichts kannst. Nie hat dir jemand gesagt, dass du super Talent hast und alles erreichen kannst in deinem Leben. In diesem System wirst du darauf geschult, Schule, Kindergarten, Ausbildung, Studium, ein Teil vom Hamsterrad zu sein. Okay, selbst der Professor, der dir BWL beibringt, verdient nicht mehr als 3000 Euro netto oder so im Monat. Wie kann der mir über Geld beibringen, wenn er selber kein Geld hat? So, das heißt, du lernst in diesem System das nicht. Also, wenn du jetzt denkst, du kannst nicht Feuerzeuge verkaufen in deinem Leben, du bist einfach nicht dafür geschaffen, Feuerzeuge zu verkaufen, dann leidest du genau unter dieser Manipulation, die seit zig Jahren vonstatten gehen und du merkst es nicht. Weil jeder kann es. Und das Internet hat keine Vorurteile. Egal, ob du Affiliate-Marketing machst, Dropshipping, Feuerzeuge verkaufen, Bananen verkaufen, egal was verkaufen, ein Infoprodukt, egal was. Das Internet hat keine Vorurteile, dass irgendjemand, der jetzt ein Kabel bestellt, ein Freund von mir macht 33 Millionen Umsatz im Jahr mit Kabelverkauf. Die Leute, die einen Klick das Kabel kaufen, die interessiert das nicht, ob mein Freund dick, dünn, klein, hässlich, groß, klein, ist egal. Aber wenn du dich bewirbst und du wiegst, sagen wir mal, 200 Kilo, dann kann es sehr gut sein, dass die Leute Vorurteile haben. Oder du gehst dahin, du stinkst. Ne? Dann kriegst du den Job nicht. Wenn du Kabel verkaufst und du stinkst, kaufen die trotzdem deine Kabel, weil interessiert nicht. Um es ganz kurz zu machen. Wenn du verstehst, entgegen der Manipulation, dass du alles erreichen kannst, dass du zum Beispiel ein Produkt dir entwickeln kannst, was es auch immer ist, dann eine Werbung schalten kannst, das Produkt über einen Lieferanten oder wie auch immer oder selber, aber man macht das natürlich am besten über einen Lieferanten, dann verschicken kannst, eigentlich ganz einfache Schritte, die man abgeht, da muss man sich nur mit dem Marketing gut auskennen und das kann jeder, dann könntest du darüber viel leichter und 100% kontrolliert finanziell frei werden, indem du zum Beispiel 300 Euro am Tag verdienst. Du weißt gar nicht, wie viel Quatsch da draußen pro Tag verkauft wird. Weißt du, wie viele Leute Feuerzeuge kaufen? Oder Staubsauger? Oder egal, alles Betten, egal, alles, was du siehst, ein Kissen. Du kannst Kissen verkaufen. Also, wenn du Computer-Affiliate-Links machst, da kriegst du, keine Ahnung, vielleicht 50, 100 Euro pro Vermittlung. Was bräuchtest du da? 5 Vermittlungen pro Tag. Das ist nichts im Online-Marketing. So, das heißt, wenn du verstehst, dass du pro Tag, das musst du lernen, aber pro Tag 300 Euro verdienen kannst, ohne Probleme, jeder, dann wären das 9.000 Euro im Monat. Wenn du 9.000 Euro selbst kontrolliert verdienst, dann wären das über 100.000 im Jahr, und jetzt unabhängig von Steuern, wenn du keine Steuern zahlen willst, wander aus. So, dann wären das über 100.000 im Jahr, das heißt, du bräuchtest nur 2 Jahre, es zu lernen und dann ein Produkt zu verkaufen und in 2 Jahren könntest du finanziell frei sein. Wenn du dann richtig anlegst. Und du kannst ja, wenn du ohne Probleme, wenn du 300 Euro am Tag verdienst, kannst du ja am Tag ohne Probleme 150 Euro im Kryptomarkt jetzt zurzeit gerade anlegen und investieren. Und das ist der Weg, wie du selber 100% kontrollieren kannst, ob du finanziell frei bist. Und genau deswegen, ich bin natürlich auf der einen Seite ein Krypto-Fan und wenn du durch Dogecoin deine 100 Euro, 1000 Euro verhundertfacht hast, dann freue ich mich. Aber das Problem ist nur, dass es außerhalb von deiner Kontrolle lag und das Problem ist, dass die meisten, die dann mal so einen Schuss haben, hinterher wieder pleite gehen, weil das Fundamentale, die finanzielle Intelligenz steht immer davor und der tolle Körper, Gesundheit, Fitness, Energie,
finanzielle Freiheit, das ist alles nur das Symptom. Deswegen dieses kurze Video, weil das so wichtig ist, weil ich immer die Frage bekomme, das heißt, ich habe jetzt 5000 Euro, wo soll ich, in welchen Coin soll ich das stecken? Nein, in dein Wissen stecken. Steck's in dein Wissen. Lerne, wie du ein Produkt dir entwickelst, wie du es verkaufst, wie du Online-Marketing, lerne das. Stecke das in dein Wissen, weil das ist das, was dich langfristig rausholt. Und ganz oft höre ich, Jesus, wenn das so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen. Nein, wird nicht jeder machen. Ich kann es 100 Leuten sagen, maximal einer macht es. Ich sage in jedem Video, guck die Free-Tour im Matrix-Prinzip, weil da erkläre ich ganz genau, wie ich mich da rausgeholt habe. Ganz genau die Schritte. Wer guckt das? Ich sehe ja die Klicks. Maximal 1%. Und die Free-Tour dann gucken, die haben ja noch nicht sofort gestartet. Das heißt, nein, es machen nicht alle, weil die Manipulation so krass im Gehirn ist, dass wir einfach nicht mehr anfangen. Nee, das kann ich nicht. So, das ist es, okay? Deswegen ganz wichtig für finanzielle Freiheit. Ich mache weiter Videos über Kryptowährungen, was ihr für Gewinne haben könnt, wie man investiert und so weiter und so fort. Aber wir müssen verstehen, dass das beste Investment, was du überhaupt machen kannst, in dich ist und in dein Wissen, okay? Deswegen guck jetzt unbedingt die Free-Tour zum Matrix-Prinzip, da erkläre ich es ganz genau. Und das war es erstmal für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like natürlich das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video. Bis dann, euer Coach Seth.